Verehrter Herr Präsident, vielen Dank. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und daheim. Heute ist ja rhetorisch mehrfach die partielle Sonnenfinsternis bemüht worden. Und ich hatte mir hier für den Einstieg auch sowas erlaubt, aber ich weiß jetzt schon, das wird mir nicht gelingen, denn hochschulpolitisch herrscht in der Unionsfraktion eine permanente, totale Finsternis. Sagen Sie mal, Herr Dr. Berger, wo sollen eigentlich die Generalisten, die interdisziplinären, die transdisziplinären Problemlöser von morgen herkommen, wenn jetzt ein Gesetz auftaucht, was genau das vorsieht? Und in dem Punkt stimmen wir mit der Landesregierung und dem Gesetzentwurf überein, nämlich etwas zu entregeln, was vorher geregelt war. Haben Sie damals in Dialektik nicht aufgepasst? Sie waren offensichtlich nicht da. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man etwas ablehnt, was Sie werfen der Landesregierung vor, sie würde den Lehrenden nicht vertrauen. Ich werfe Ihnen vor, Sie vertrauen den Lernenden nicht. Denn in deren Hoheit liegt es letztlich, was von der Anwesenheit im Endeffekt übrig bleibt. Und ich will Ihnen mal einen Schwank aus meinem Leben erzählen. 1976 war in der Studienordnung der Ruhr-Universität Bochum für das Fach Physik die allgemeine und anorganische Chemie prüfungsrelevant. Prüfungsrelevant. Ich bin da zweimal physisch anwesend gewesen in dieser Vorlesung, habe nachher festgestellt, und das ist bestimmt nicht dem großartigen Kollegen Hermann Specker geschuldet, dass ich da nicht mehr hingegangen bin, sondern dass ich einen fantastischen Chemielehrer hatte. Das hat nicht jeder, das weiß ich, dafür bin ich auch außerordentlich dankbar nach wie vor. Mit dessen Unterlagen aus dem Gymnasium es mir möglich war, locker durchs Vordiplom zu kommen in Chemie. Die Frage ist aber jetzt, was habe ich mit der freien Zeit angefangen? Mache ich auch. Ich habe bei den Philosophen ein bisschen rumgeschnüffelt und habe bei den Medizinern Physiologie gehört. Wollen Sie tatsächlich, dass unsere Studenten so in ihrer Freiheit beschnitten werden, dass so etwas Interdisziplinäres, Transdisziplinäres nicht mehr rauskommt? Der US-amerikanische Unternehmens- und Organisationsforscher Russell Eckhoff hat mal gesagt, wir sollten endlich aufhören, so zu tun, als sei Natur und Universum so organisiert wie die Fakultäten einer Universität. Das Fächerübergreifende, die Generalisten, das geht alles den Bach runter, wenn wir die Studienordnung durchregulieren wie in der Schule. Das liegt in der Verantwortung der Lernenden. Und bitte lassen Sie es auch da. Und wir sind zumindest in dem Punkt froh, dass die Landesregierung den Schritt unternommen hat, das zu entregulieren. Herr Kollege, statten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Berger? Aber natürlich, ja. Herr Dr. Berger, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Paul. Es war auch schon früher so, dass auch zu meiner Zeit, dass prüfungsrelevante Leistungen in Vorlesungen gehalten wurden. Das war der überwiegende Teil, wo keine Anwesenheitspflicht vorgesehen war. Aber meinen Sie nicht, dass es auch eine bestimmte Form von Unterricht und Vorlesungen und universitärem Leben gibt, wie zum Beispiel Seminare, die nur über Anwesenheit und dem Zwischenspiel vom Lehrenden und Lernenden erfolgen können und dass dort eine Anwesenheit für den Erfolg dieser Veranstaltung zwingend erforderlich ist? Aber natürlich, Herr Berger, ich stimme Ihnen völlig zu. Nur die Lernenden wissen das auch und die werden dann da sein. Was Sie hier vorschlagen mit Ihrem Antrag, ist zurück in die Steinzeitpädagogik. Mit Anwesenheitspflichten, wo Vorlesungen und Seminare wie im Mittelalter dazu dienten, die Ausführungen der Professoren schriftlich zu verlegen, weil es noch keine Druckkunst gab. Wir befinden uns aber im digitalen, im Internetzeitalter. Und da wollen Sie tatsächlich Anwesenheitspflichten regulieren? Stattdessen sollte man es wirklich den Lernenden selbst überlassen. Ich weiß, auf die Union ist hochschulpolitisch Verlass. Und ich nehme das jetzt mal so, dass dieser Antrag Folge 1 von Staffel 1 von 50 Shades of Hochschulfreiheitsgesetz ist. Vielen Dank.